Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier bei Muldenthal TV. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in die Woche und freue mich natürlich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, und auch uns wäre es in der letzten Woche eigentlich eher nach Baden gewesen, als mit der Kamera unterwegs zu sein. Aber dennoch haben wir natürlich die aktuellsten Infos für Sie zusammengetragen und hier jetzt ein kleiner Überblick über die heutigen Themen. Wir waren beim Besuch des Ministerpräsidenten in Colditz dabei. Zudem durften wir das Basketballcamp in Grimma begleiten. Und beim Sport steht heute Fußball auf dem Plan, das Testspiel FC Grimma gegen Bautzen. Ja, und bevor wir in die Sendung starten, hier wie immer die Schaltung in unser Nachrichtenstudio. Kommen wir zu den aktuellen Meldungen. Sächsischer Mitmachfonds fördert auch Grimma Ideen. Insgesamt 613 Projekte wurden durch die Jury in den verschiedenen Kategorien und Preisstufen ausgewählt. Darunter sind auch 6 Projektideen aus Grimma, die sich nun über eine Finanzspritze freuen können. Im Rahmen des Revierpreises zur Förderung des Miteinanders und Zusammenlebens der Menschen erhalten die Projekte »Hier bin ich Mensch« des Künstlergutes Prösitz sowie der Ausbau der ehemaligen Großküche Mutschen zum neuen Gemeinschaftszentrum eine Förderung. Für den Zukunft-MINT-Preis zur Förderung von Kindern und Jugendlichen wählte die Jury die Unterstützung der Kinderkantate »Plisch und Plum«, der evangelischen Kirchgemeinde Grimma sowie den Aufbau einer offenen Werkstatt im Dorf der Jugend aus. Im Bereich Mobilität setzen sich die Projekte E-Scooter für Grimma von den Stadtwerken Grimma sowie die Errichtung von 3 Elektroladestationen in Mutschen durch. Der Ideenwettbewerb Sächsische Mitmachfonds wurde von der sächsischen Staatsregierung initiiert. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Reihenfolge der Ersatzpersonen nach Kreistagswahl muss neu festgestellt werden. Die Prüfung der Kreistagswahl vom 26. Mai 2019 durch die Landesdirektion Sachsen hat ergeben, dass im Wahlbezirk 10 in Burna auf der Zählerliste der AfD für den Kandidaten Rolf Tille 63 Stimmen notiert, aber 83 Stimmen in der Niederschrift übertragen wurden. Im Ergebnis ändert sich dadurch die Reihenfolge der Ersatzpersonen. Die gewählten Kreisräte sowie die Sitzverteilung bleiben jedoch unverändert. Vor der konstituierenden Sitzung muss nun der Kreiswahlausschuss das veränderte Ergebnis neu feststellen. Deshalb wurde die Sitzung am 24. Juli verschoben. Die katholischen Gemeinden Grimma und Wurzen sind fusioniert. Die Herz-Jesu-Wurzen und St. Trinitatis Grimma schlossen sich zusammen und feierten damit die Neugründung der neuen Pfarrei St. Franziskus Wurzen. Dem festlichen Akt vorausgegangen war ein jahrelanger Vorbereitungsprozess. Während des Gottesdienstes, der rund 250 Besucher zählte, wurde der bisherige Wurzener Pfarrer Uwe Polkert als Pfarrer der neuen Pfarrei förmlich in den Dienst gestellt. Dem Gottesdienst schloss sich ein abwechslungsreiches Gemeindefest an. Die neue katholische Pfarrei St. Franziskus Wurzen, zu welcher die Kirchen in Wurzen, Grimma, Naunhof und Beucher gehören, hat nunmehr ca. 2000 Gemeindemitglieder. Pfarrkirche und Pfarramt befinden sich fortan in Wurzen. Sämtliche Gottesdienst- und sonstige Angebote in allen Kirchen und Einrichtungen bleiben dennoch unverändert bestehen. Für den Neubau der Oberschule Böhlen rollten am 29. Juli die ersten Bagger auf das Baufeld in der Wiesenthaler Straße. Unter Vollsperrung beginnen dieser Tage die ersten Tiefbauarbeiten. Die Verlegung sämtlicher Hausanschlüsse steht auf dem Programm. Dazu gehört auch die verkehrliche Erschließung samt Busschleife und Wartehäuschen, die gleichzeitig Zufahrt zum Feuerlöschteich ist. Parkplätze, Zufahrten und Gehwege sollen noch folgen. Die Gesamtausgaben für die verkehrliche Erschließung belaufen sich auf 554.000 Euro. Davon sind 466.000 Euro Baukosten und 88.000 Euro Plankosten. Bis zum 30. Oktober besteht dafür die Vollsperrung.
jetzt Vorschläge für Ehrenamtspreis einreichen. Die Ausübung eines Ehrenamtes fordert von der oder dem Ausführenden sehr viel ab. Oftmals wird die eigene Freizeit in den Hintergrund gestellt, um sich mit ganzer Kraft der ehrenamtlichen Aufgabe zu widmen. Um diese Bereitschaft und die oftmals langjährige und intensive Arbeit wertzuschätzen und zu ehren, möchte der Landkreis Leipzig wieder verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger für ihre geleistete ehrenamtliche Tätigkeit im Jahr 2019 auszeichnen. Der Preis wird anlässlich des Neujahrsempfanges 2020 durch den Landrat überreicht und wird an Einzelpersonen vergeben, die sich in den folgenden Bereichen engagieren: Brand- und Katastrophenschutz bzw. Rettungsdienst, Jugend, Soziales, Sport, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft oder auch an sonstige Vereine. Wenn Sie eine Person nominieren möchten, dann können Sie Ihren Vorschlag bis zum 30. September einreichen. Dazu steht auf der Homepage landkreisleipzig.de unter dem Suchbegriff Ehrenamtspreis ein entsprechendes Formular zur Verfügung. Zwischenbilanz im Muldentalbad Kleinboden. Bei Wassertemperaturen von zuletzt 27 bis 28 Grad zog es seit dem Saisonstart am 15. Mai bereits 13.600 Badegäste nach Kleinboden. Bei der rekordverdächtigen Hitze der letzten Tage bietet die Anlage eine ideale Erfrischung bei angenehmer Atmosphäre. Allein am 30. Juni zählte man 1.186 Besucher. Veronika Langefeld von der Veolia Wasser Bädergesellschaft Deutschland MbH, die das Bad im Auftrag der Stadt Grimma betreibt, geht davon aus, dass dies eine überdurchschnittliche Badesaison werden kann. Aber die Zahlen von 2018, als in Kleinboden 29.585 Badegäste gezählt wurden, werden wir vermutlich nicht ganz erreichen, so Langefeld weiter. Das Muldentalbad ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Spielmannszug Deweitschen wieder gut aufgestellt. Die vergangenen Jahre im Spielmannszug Deweitschen waren geprägt von der Suche nach neuen Mitgliedern. Und diese hat sich nun ausgezahlt. In diesem Jahr hat der Spielmannszug 23 aktive Mitglieder, darunter 7 Kinder. In schlechten Zeiten waren es gerade mal 15. Vor allem für die Kinder war es am Anfang nicht leicht, denn man muss geduldig üben, bis klare Flötentöne eine Melodie erkennen lassen und einzelne Schläge auf der Trommel einen mitreißenden Rhythmus ergeben. Wer den Spielmannszug Mutschen live erleben will, der hat am 27. Juli beim Talsperrenfest in Kriebstein und am 29. September beim Stadtfest hier in Grimma die Gelegenheit dazu. Und natürlich wird auch weiterhin nach begeisterten Mitstreitern gesucht. Mehr Infos auf der Homepage unter deweitschnerspielmannszug.de. Tja, liebe Zuschauer, die Temperaturen jetzt hier im Studio, die erinnern mich schon sehr an die letzten Tage, denn da hatten wir ja wirklich Hitze pur. Ich hoffe, Sie haben die Tage gut überstanden und wir schauen jetzt mal auf die Aussichten für die nächsten Tage und damit darauf, ob die Hitzewelle denn endlich etwas abflacht und wir uns etwas abkühlen können. Der Mittwoch wird insgesamt erstmal sehr freundlich. Es gibt viel Sonne und nur vereinzelt kann es auch mal einen kurzen Regenschauer geben. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 24 Grad. In der Nacht kann es dann mal richtig durchgelüftet werden bei Werten um die 15 Grad. Am Donnerstag erwartet uns dann ein sehr sommerlicher Tag. Die Temperaturen klettern rauf bis auf 26 Grad und das bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Niederschlag ist allerdings keiner zu erwarten und nachts sinkt das Quecksilber dann auf 17 Grad. Ja, und daran ändert sich dann auch am Freitag nicht viel. Die Temperaturen bleiben tagsüber beständig bei 26 Grad. Lediglich ein paar mehr Wolken sind zu erwarten. Vereinzelt kann es auch mal Regen geben und nachts wird es dann etwas frischer bei nur noch 14 Grad. Ja, und am Wochenende wird es dann wahrscheinlich noch mal etwas runtergehen mit den Temperaturen. Nach aktuellen Aussichten erwarten uns um die 23 Grad. Neben viel Sonnenschein ist auch hier immer mal ein kleiner Regenschauer möglich.
aber insgesamt bleibt es trotzdem recht schön. Ja, und auf jeden Fall empfiehlt es sich viel zu lüften, damit es in den Wohnungen endlich wieder etwas abkühlt. Und das lohnt sich auch, denn es wird nachts sehr erfrischend bei Tiefstwerten um die 11 Grad am Wochenende. Ja, und ob es so kühl weitergeht oder nochmal eine Hitzewelle zurückkommt, das erfahren Sie dann nächste Woche hier an der Stelle bei Muldental TV. Und bis dahin genießen Sie die kurze Abkühlung. Alles reduziert, alles muss raus. Wir schließen unsere Filiale in Grimma, sichert euch also beim totalen Räumungsverkauf noch euer Schnäppchen. Markenartikel radikal reduziert bei Intersport Hanel in Grimma. Abseits des Spielfeldrandes. Trainer trifft auf Kommentator. So lautet das Motto für unseren 11. Muldentalk. In das Erlebnishotel zur Schiffsmühle laden wir Sportler und Moderator Roman Knoblauch sowie den Grimmaer Erfolgstrainer Alexander Konert. Reservieren Sie sich Ihre Plätze direkt bei Muldental TV unter 03437 761050. Der Eintritt ist frei. Die neuen Medien sind aus der täglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Um mit den Bürgern auch auf anderen Wegen ins Gespräch zu kommen und um diese noch mehr einzubeziehen, stellt sich Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger jeden ersten Dienstag im Monat 17.30 Uhr in der Online-Bürgersprechstunde den Fragen der Zuschauer. Zu sehen live auf Facebook oder im Nachgang auf www.muldentaltv.de sowie auf YouTube. Schicken Sie uns Ihre Frage gerne im Vorfeld an bürgerdialog@muldental.tv. Die Antwort gibt es in der Sprechstunde. Ihr Foto ist zu schön, um es nur in Postkartengröße aufzubewahren? Wir bieten Sofortausdrucke bis A3. Ob matt oder glänzend, Urlaubsfoto oder Haustier, wir drucken es Ihnen direkt aus. Dazu bieten wir noch den passenden Bilderrahmen, um das Schmuckstück perfekt in Szene zu setzen. In Kolditz hatte sich vergangene Woche hoher Besuch angemeldet, denn Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer war zu Gast und hatte zu einem Bürgergespräch eingeladen. Dabei ging es um Themen wie Verbesserung der Infrastruktur oder die Frage, wie die eigene Stadt attraktiver werden könnte. Mein Kollege Nils Geltner, der weiß jetzt mehr. Die kleine Kirche St. Raphael in Kolditz platzte am Abend des 26. Juli förmlich aus allen Nähten. Denn auf Einladung von Pfarrer Stefan Bickert war Ministerpräsident Michael Kretschmer zum Bürgergespräch erschienen. Die einmalige Gelegenheit ließen sich nicht nur viele Kolditzer nicht entgehen, denn sie hatten die Chance, Sorgen, Ängste und Nöte direkt anzusprechen. Reichlich 2,5 Stunden sollte dieser Abend auch gehen. Für den Ministerpräsidenten ist Kolditz mitnichten abseits gelegen, wie es mancher gern sieht. Sondern, wie man das vielleicht jetzt sehen würde, Torgau oder die Orte auf dem Erzgebirgskamm oder was kann man es vergleichen, Weißwasser oder so. Es ist schon in ein logistisch gut gelegen in der Mitte mit einem jungen, engagierten Bürgermeister, der, glaube ich, auch für sich verstanden hat, das A und O ist wirtschaftliche Aktivität. Ich muss versuchen, dass die Unternehmen, die da sind, wachsen, dass neue dazukommen. Und da kann man dann auch gemeinsam helfen. Wir haben viel über die Infrastruktur gerade gesprochen. Das ÖPNV-Konzept Muldental in Fahrt lobte er und erwähnte, dass es Nachahmung in Görlitz findet. Nicht ahnend traf er dabei einen Nerv, denn die Infrastruktur sollte an diesem Abend auch das größte Sorgenkind werden. Denn trotz des neuen Konzeptes im Nahverkehr sei keine Verbesserung für Pendler entstanden. Der Kolditzer Bürgermeister Robert Zillmann sprach die bereits laufende Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Muldentalbahn an, die der Ministerpräsident unterstützt. Und wir haben mit dem VMS, die Stadt Rochlitz und die Stadt Kolditz, wir haben eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die läuft noch, aber wir haben erste Ergebnisse, die so aussehen, dass es Leute gibt, die das nutzen und dass das auch wirtschaftlich sein kann. Aber es wird natürlich nie so wirtschaftlich sein, das kann man von Anfang an sagen, das ist bei fast allen Strecken so, die wird sich nicht von sich aus tragen. Das wird immer ein Zuschussgeschäft sein. Es geht um Anbindung des ländlichen Raums. Dass das Muldental noch nicht ganz so in Fahrt ist, wie man es gern hätte, schien zu überwiegen. Der Ministerpräsident hatte dazu einen Vorschlag parat. Eine Runde mit Landrat und Vertretern des Verkehrsverbundes soll in die Wege geleitet werden. Lasst uns anpacken und die Zukunft selber gestalten. Ein Leitsatz, der an dem Abend erkennbar wurde. Auf die Versprechen müssen jetzt auch die Taten folgen. 18 Monate Amtszeit sprechen zumindest für sich. 700 Millionen Euro Investitionspaket für den Breitbandausbau sowie 70.000 Euro Pauschale an freien Mitteln gibt es bereits.
geht es nach Kretschmer, sollen weitere Pauschalen folgen, um den Kommunen mehr und einfacheren Handlungsspielraum zu geben. Mit was gehe ich an die Arbeit? Eigentlich in der Haltung, dass ich diesem Land und diesen Menschen dienen will. Ich will nicht der große Bestimmer sein, der sagt, wie alles genau läuft. Und dann setzt man den Menschen das vor. Sondern ich habe auch in 15 Jahren Abgeordneter im Bundestag viele ganz konkrete Probleme von Leuten gekümmert, die in einer Sprechstunde waren. Das wird bei Kirmes nicht anders sein. Leute kommen mit dem Rentenbescheid, mit Hartz IV, man versucht zu helfen. Und dann habe ich gemerkt, bei den großen Dingen ist es immer wichtig, dass es Menschen gibt, die etwas wollen. Und das habe ich jetzt eigentlich auch in der Regierungserklärung mehrmals, in denen, die ich gehalten habe, immer wieder gesagt. Wir wollen nicht Politik für, sondern mit den Sachsen machen. Und das, finde ich, sollten wir auch wissen in Kollitz. Wenn es Menschen gibt, die sich engagieren, dann müssen wir als Staat, als Gesellschaft diejenigen sein, die das unterstützen. Weitere Themen waren auch die Bildung, Kinderbetreuung, die Digitalisierung der Schule und das gesellschaftliche Miteinander. Der Kolditzer Bürgermeister stellte dafür die Leitbilddiskussion Kolditz 2035 vor. Ziele, gemeinsame Ziele zu eruieren, wo soll Kolditz 2035 sein. Und da gibt es ganz viele tolle Ideen. Es ging schon ein bisschen los, das wurde damals noch nicht so genannt, aber das haben wir für uns so intern so besprochen, dass wir einen Wirtschaftsabend gemacht haben. Da haben wir diverse Vertreter von der Wirtschaft eingeladen, aus der Region, von Kammern etc. Und es wurde über Vernetzung gesprochen. Das ist so der Kern des Ganzen ein Stück weit, die Vernetzung. Und da haben wir festgestellt, Vernetzung muss viel mehr sein. In Kolditz ist viel zu wenig vernetzt, es wird viel zu wenig miteinander geredet, es wird viel mehr übereinander ein Stück weit immer geredet. Großer Punkt dabei ist der Tourismus und wie Kolditz davon besser partizipieren kann. Den gesamten Abend hinweg waren die Fragen konstruktiv und die Atmosphäre locker. Reichlich notiert hat sich der Ministerpräsident an diesem Abend und die Liste der Aufgaben ebbt auch nicht ab. Mit Blick auf die Landtagswahlen wollte er aber nochmals eines deutlich machen. Schaut das jetzt nicht. Ich frage mich manchmal, gehe aus solchen Runden raus, da gibt es Leute, die sagen, ich drücke Ihnen die Daumen. Ja, wenn ich einen Stift in die Hand nehmen würde und ein Kreuz machen, wäre es vielleicht auch nicht schlecht. Oder wünschen Glück. Es geht doch nicht um mich. Ja. Wissen Sie, ich bin einer. Es geht hier um 4 Millionen Menschen. Es geht um die Frage, wie wir miteinander umgehen. Ob diese Aggressivität, dieses Abschätzige, ob das das Maß der Dinge wird oder ein vernünftiger Dialog, ob wir uns gegenseitig was zutrauen, ob wir für den ländlichen Raum was machen wollen, ob wir die Dinge durchsetzen können, ob wir uns verstolpern mit irgendwelchem Unfug oder ob wir es schaffen, wirklich jetzt neue Leute hierher zu holen, diese Infrastrukturdinge zu machen. Und das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Genau diesen Mut braucht Kolditz, um im ländlichen Raum sichtbar zu bleiben, weiter vom Aufwind der Umgebung zu profitieren und die Chancen auch zu nutzen. Wie einige von Ihnen vielleicht ja noch wissen, feiern wir in diesem Jahr unseren 20. Geburtstag, also 20 Jahre Muldental TV. Und aus dem Anlass suchen wir immer mal den ein oder anderen Bericht für Sie raus, der vor 20 Jahren hier bei uns gelaufen ist. Und in dieser Woche, da haben wir einen ganz besonderen rausgesucht, nämlich den von der ersten Mulde-Regatta. Damals war herrlichstes Wetter, Start war hier in Grimma, Ziel in Wurzen. Und da war es natürlich auch nicht verwunderlich, dass Grimmas und auch Wurzens Bürgermeister mit im Boot saßen. Ja, und ich würde sagen, Film ab und viel Spaß beim Anschauen. Das kleine Verkehrschaos in Grimma mag man entschuldigen. Schließlich waren es mit 310 Booten wesentlich mehr Teilnehmer der ersten Muldenregatta, als es sich die Veranstalter in der Planungsphase hätten träumen lassen. Und so glich das Muldeufer am 3. Juli einem großen Parkplatz für unmotorisierte Wasserfahrzeuge. Ein halbes Jahr Planung und Organisation lagen vor der Veranstaltung, die ein gemeinsamer Traum der Bürgermeister von Grimma und Wurzen war. Klar, dass die beiden dann auch gemeinsam den Startschuss für die erste Muldenregatta von Grimma nach Wurzen gaben. Viel Erfolg, gute Fahrt und wir sehen uns heute Abend in Wurzen wieder. Auch von mir einen recht schönen guten Morgen. Als Bürgermeister der Stadt Wurzen begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser ersten Mulde-Regatta, die wir hier durchführen. Auch der Landrat des Muldentals ließ sich nicht lange bitten und zeigte sich schon zum Start im Zweimannboot recht optimistisch, einen hochgesteckten Zeitplan zu erfüllen.
Wir wollen das in 2 Stunden schaffen. Mal sehen, vielleicht dauert es auch 3 Stunden. Dass sich dann auch die beiden Bürgermeister mit auf die Tour machten, war eigentlich selbstverständlich. Der Grimmer Bürgermeister aus Marbrück jedoch hatte sogar die Ehre, im selbstgebauten Drachenboot aus Riesa mitzufahren. Und so ging es dann mit vereinter Kraft Wurzen entgegen. Und auch für die Zaungäste überall an der Strecke waren die vielen Boote auf der Mulde ein imposantes Bild. An der Papierfabrik Golzern hatte sich das Feld der Boote schon etwas gedehnt und die schnelleren Kleinboote konnten sich von der Masse absetzen. Auch der Landrat zeigte sich mit seinem Mitfahrer durchaus sportlich und zog im Spitzenfeld mit, auch wenn es bei der Muldenregatta ausdrücklich nicht um ein Wettrennen ging. Im Drebsen am Schloss erwarteten auch schon Zuschauer die Teilnehmer. Hier lud Drebsen wie auch zuvor Nerschau zu einem Stadtbummel ein. Doch die meisten der Bootsbesatzungen tummelten sich lieber weiter auf der Mulde. Hier in Drebsen zeigte sich dann auch das einzige kleine Organisationsproblem, denn der Landesteg hatte sich hier schon beim ersten Ankömmling verabschiedet und trotzte seither jeglichen Reparaturversuchen des technischen Hilfswerks. Doch die Besatzungen der Boote fackelten nicht lange und suchten sich eben einen anderen Weg zum kurzen Landgang. Der war nötig, um den Stempel an Stempelstelle Nummer 6 ins Stempelbuch zu bekommen. Auch Gerhard Kai holte sich hier seinen Stempel und interessierte sich für seine Platzierung. Das sind Personen. Ja, da waren aber nur mal 2. Jetzt hat ja jeder. Das, da liegen wir ja im Vorderfeld mit. Deswegen müssen wir. Hätte ich nicht gedacht, ja. Na, also immer noch im Spitzenfeld. Nun waren es noch runde 10 Kilometer bis Wurzen und lediglich das letzte Wehr hinter Drebsen hinderte an einer direkten Durchfahrt. Wer dann hier an der Ölschützer Lorelei vorbeikam, der hatte den härtesten Teil der Regatta geschafft und nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel, hier am Landesteg der Wurzener Rudervereinigung, zu bewältigen. Der erste, der schließlich hier ankam, war der Leipziger Jochen A. Meyer mit der Startnummer 501, dicht gefolgt von Jörg Schäffler. Gemeinsam im Faltboot, jedoch schon ziemlich gezeichnet von der Mulde, schafften es die Jungs mit der Startnummer 36 und 38. Markus Hoffmann und Henry Heinrich aus Drebsen waren begeistert von der Regatta. Das war eigentlich fast, wie wir es gedacht haben. Und von der Organisation her zufrieden? Ja. Perfekt, ja. Nächstes Jahr wieder dabei? Ja, auf jeden Fall. Auch für die anderen Teilnehmer hat sich der Weg zur Regatta gelohnt. Bis auf das kleine Problem mit den Stegen waren die meisten zufrieden. Damit kann man die Premiere der Muldenregatta nur als Erfolg bezeichnen und wie bei amerikanischen Spielfilmen hoffen, wenn es gut ankam, dann gibt's auf jeden Fall eine Fortsetzung. Ja, jetzt gibt es gleich noch eine kleine Besonderheit in unserer Sendung, denn den nächsten Beitrag, den haben nicht wir gefilmt, sondern da waren die Schüler der Roten Schule im Rahmen ihrer 5. Projektwoche am Werk. Theoretisches Wissen in der Praxis ausproben, das war das Ziel der Projektwoche und dafür wurden mehrere Projektgruppen zusammengestellt und es stand sogar eine Schatzsuche auf dem Plan. Ja, und mehr dazu sehen Sie jetzt. Seit nunmehr 5 Jahren finden sich zum Schuljahresende alle Schülerinnen und Schüler der sozialen Ausbildungsberufe, also angehende Erzieher und Sozialassistenten, zu einem gemeinsamen Projekt zusammen. Inzwischen ist die Projektwoche längst aus den Kinderschulen gewachsen und zu einer Tradition im beruflichen Schulzentrum Grimma der Roten Schule geworden. Unter dem Motto Rote Schule, das sind wir 5.0 arbeiteten die Schüler klassenübergreifend in verschiedenen Gruppen zusammen. 6 Gruppen waren für Kitas, Horte und Jugendclubs zuständig. Eine Gruppe sorgte für das leibliche Wohl der Schülerinnen und Schüler und kochte täglich frisch das Mittagessen. Auch eine Pressegruppe durfte natürlich nicht fehlen. Diese begleitete die gesamte Projektwoche bzw. die einzelnen Gruppen mit Kamera und Stift bei den jeweiligen Projekten. Die 6 Gruppen stellten jeweils ein Programm für die Einrichtungen zusammen. Dieses war abgestimmt auf die jeweiligen Altersgruppen und die jahreszeitlichen Gegebenheiten. Es fanden zum Beispiel Wasserspiele statt, aber auch Experimente mit Seifenlauge, um extra große Seifenblasen machen zu können, oder das Malen mit bunten Eiswürfeln luden zum Mitmachen ein. Es war auf jeden Fall ereignisreich und spannend.
Die kleinen Walddetektive begaben sich auf eine Schatzsuche, bei der sie gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen mussten. Ziel der gesamten Projektwoche war es, dass die Schülerinnen und Schüler ihr theoretisches Wissen in der Praxis erproben können. Ja, bei den hitzigen Temperaturen in den letzten Tagen, da war einem ja am liebsten nur noch nach Baden zumute. Wer trotzdem noch ein bisschen Kultur genießen möchte, der hat jetzt am kommenden Wochenende die ein oder andere Gelegenheit dazu. Und wir haben an der Stelle wie immer ein paar Tipps für Sie zusammengefasst. Ja, und den Beginn macht passend zu den Ferien ein Tipp für die ganz Kleinen, denn die sind am Donnerstag, den 1. August, eingeladen zum Musical Der gestiefelte Kater. Die Aufführung findet auf der Freilichtbühne Schmetterling in Bad Lausick statt und beginnt um 10 Uhr. Tickets gibt es an der Kur- und Touristinformation in Bad Lausick oder dann an der Tageskasse. Zudem findet in Wurzen über das gesamte kommende Wochenende mit zahlreichen Veranstaltungen der Ringelnatz-Sommer statt. Am Freitag können Sie da beispielsweise einer musikalischen Lesung lauschen unter dem Titel Recherchiert zu Ringelnatz. Neben Texten aus der Feder des sächsischen Poeten kommen Originalaufnahmen von Ringelnatz zu Gehör. Beginn ist um 19 Uhr und wegen der Sanierung des Ringelnatz-Geburtshauses findet die Veranstaltung dieses Jahr im Seepferdchen in der Schweizer Gartenstraße 2 statt. Der Eintritt kostet 10 Euro. Ja, und tierisch wird es dann ebenfalls am Freitag zwischen 20 und 22 Uhr mit der Biber-Abentour entlang der Mulde. Nicht von allen geliebt sind sie dennoch sehr interessante Tiere und die Exkursion wird geleitet von Naturführer und Georanger Lothar André. Treffpunkt ist am Floßplatz in Grimma. Und bei unserem nächsten Tipp, dann geht es jetzt ab in die Lüfte und zwar mit dem Modellflugclub Grimma. Der lädt am Sonntag, den 4. August ab 9 Uhr zum Wettbewerb im E-Segeln. Austragungsort ist der ehemalige Agrarflugplatz nahe der Gemeinde Lauterbach. Ja, und jetzt wie immer noch zwei Hinweise aus unserem Event im Ticketservice, bei dem Sie deutschlandweit viele, viele Tickets kaufen können für unzählige Veranstaltungen. Aber so weit weg müssen Sie natürlich nicht. Wenn Sie beispielsweise Tim Bensko mal live sehen wollen, der kommt am 22. Mai 2020 mit seiner Jetzt bin ich hier Tour ins Haus Auensee nach Leipzig. Aus dem gleichnamigen Album wird er viele Titel spielen, aber natürlich auch altbekannte Hits. Ja, und wer hingegen mal wieder was für seine Lachmuskeln tun möchte, dem können wir den scharfsinnigen Kabarettisten Dieter Nuhr wärmstens ans Herz legen. Kein Scherz, so sein aktuelles Programm. Damit tritt er den Beweis an, dass das Leben kein Witz ist, aber trotzdem Spaß machen kann. Live zu erleben am 15. November in der Arena in Leipzig. Ja, und die Karten, die bekommen Sie wie immer hier bei uns in der Langenstraße 3 in Grimma. Es ist Urlaubszeit. Um Ihre Erinnerungen auch nach dem Urlaub erhalten zu können, bieten wir Ihnen für Fotoausdrucke jedes 10. Foto gratis. Sichern Sie sich Ihre Erlebnisse in unserem Muldental-TV-Fotostudio zum Sofort-Mitnehmen und schwelgen Sie mit Ihren Lieblingsfotos an schönen Sommerabenden in Erinnerungen. Es ist unsere Heimat. Es ist unser Sachsen. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht zur Landtagswahl 2019 und geben Sie am 1. September Ihre Stimme ab. Eine Initiative der ARIS, der Arbeitsgemeinschaft Regionalfernsehveranstalter in Sachsen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Thank you.
Ja, auch in diesem Jahr fand in Grimma wieder in der Säumeturnhalle ein großes Basketballcamp in den Ferien statt. Und das Besondere dabei ist, dass die Kids hier die einmalige Möglichkeit haben, mit Profi-Basketballern aus den USA zusammen zu spielen und zu trainieren. Das ist schon echt was Besonderes. Und das bekommt man natürlich auch nicht alle Tage geboten. Für uns ein guter Anlass, dort dabei zu sein. Nils Geltner, der hatte die Kamera mit dabei. Vom 15. bis zum 19. Juli hatten Kids aus der Umgebung wieder die Chance, eine Woche lang mit Profi-Basketballern aus den USA zu trainieren. Möglich machte dies das 7. Basketballcamp der Aktion Jugendschutz Sachsen. An dieser besonderen Woche mit den Basketballern des New Release Basketballteams konnte jeder zwischen 10 und 21 Jahren mitmachen. Die Organisation hat viele Verbindungen zu anderen Kirchen und ist dadurch sehr religiös geprägt. Aber ganz egal ob Anfänger oder erfahrener Spieler, jeder, der sich für Basketball begeistert, war willkommen. Entstanden ist das durch Uwe Killisch von der Aktion Jugendschutz Sachsen. Früher habe ich als Straßensozialarbeiter gearbeitet und habe immer mit den Jugendlichen Streetball gespielt. Und das ist meine Faszination für Basketball entstanden. Und wollte das immer mal zu einem Camp machen. Dann hat mir ein Freund von den News Release Basketball-Leuten erzählt. Und dann habe ich den Kontakt mit denen bekommen. Und die waren recht unkompliziert. Und dann ist das gelaufen einfach. Seitdem machen wir es. Jeder Tag setzt er sich aus Trainingseinheiten und Gesprächsrunden zusammen. Dafür wurden die Kids in Gruppen aufgeteilt und sprachen mit den Betreuern über ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Camp und aus ihrem Leben. Werte und Normen gezielt zu vermitteln, war im Camp ein wichtiger Aspekt in der Woche. Ebenso persönliche und soziale Kompetenzen. Also Basketball ist ja ein Teamsport und da muss man zusammenarbeiten. Und das ist eine von der Sache, dass die Leute sich einordnen in ein Team, dass sie lernen, dass sie verlässlich für andere sind, dass sie sich aber auch auf andere verlassen können. Und dass sie aufeinander achten müssen. Das ist ganz wichtig. Eine Campordnung steckte ab, was erlaubt oder erwünscht war oder nicht. Aber diese unterschied sich kaum von den Regeln, die Kinder aus ihrem Leben kennen. Weitere Regeln gab es nicht allzu viele. Eine davon war der Spaß, aus dem die Kinder ihre Motivation schöpfen konnten. Gerade Basketball bietet einen idealen Zugang zu den Kindern und zur Wertevermittlung. Teamzusammenhalt ist entscheidend und dadurch wird der Zusammenhalt gestärkt und der Umgang untereinander. Trotzdem war das Einhalten der Regeln wichtig. Das ist wie im Leben, wenn ich irgendwelchen Mist baue, muss ich mit den Konsequenzen leben. Und das bringen wir denen hier auch bei, dass, ja, wenn man Fehler macht, das passiert. Und dass man vielleicht mal am Rand steht, aber man kann immer wieder mal mitspielen. Das ist auch eine Regel, das sie lernen. Durch die vielen Verbindungen der Spieler zur Kirche waren einige Themen religiöser Natur und das bereicherte die Botschaften der Sportler durch ihre etwas andere Sicht auf die Welt. Nach 5 Tagen konnten einige hier bestimmt das ein oder andere Gelernte für das Leben mitnehmen. Die Vielfalt Sachsens zeigen an Wirtschaft und Wissenschaft, an Kunst und Kultur, an Landschaft und Gastfreundschaft. Das war das Ziel der Kampagne »So geht Sächsisch« vom Freistaat Sachsen. Ja, und dafür sind mithilfe von mehreren Filmteams mehrere kleine Filme entstanden. Und wir zeigen Ihnen heute einen, in dem junge Menschen eine ganz besondere Idee hatten, nämlich mit einem selbstgebauten Floß von Dresden nach Hamburg zu fahren. Ob es ihnen gelungen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Es ging um die Fragestellung, wie man schnell nach Hamburg kommt. Und da kam jemand auf die Idee, doch mit dem Floß zu fahren von Dresden aus. Und wir planen und reden über Dinge. Und bisher haben wir mehr geredet als gemacht. Wir müssen endlich anfangen, über die Frage zu sprechen, wie es zum Floß kommt, nicht mehr, ob das Floß gebaut wird. Ich war ein bisschen in einem Tief, in so einem realistischen Ankommen, wie es ist, echt viel zu machen. Wir brauchen noch Holz und Motor. So. Wir müssen auch noch einen Bootsführerschein machen, das Floß genehmigen lassen und überhaupt erst eine Konstruktion entwerfen. Wir waren im Auto und Joschka meinte dann, ja, yeah, wir haben ein Okay von dem Bauplatz. Und es war so ein, ich finde, der Ort ist für mich so Sinnbild von Idylle. Natur und Frühling geht los und Energieschub und es ist schön. CAD-Zeichnen liegt mir, Entwürfe zu erstellen. Jeder macht so ein bisschen was und am Ende funktioniert es einfach und es ist total schön. Gerade bevor wir das Holz gekauft haben, war für mich so eine Phase, wo ich nicht mehr ganz dran geglaubt habe. Ja, das war so ein Knackpunkt einfach. Und als das Holz da war, als wirklich viel Geld auch reingeflossen ist, war, glaube ich, allen klar, okay, jetzt muss es was werden.
Wir bauen ein Floß, das im Grunde modular aufgebaut ist, damit es transportierbar bleibt. Es wird insgesamt die Abmessung haben, also grob 2,50 Meter mal 10 Meter. Da einfach loszulegen, mal was zu wagen und was zu probieren und sich reinzuknien und so viel Arbeit reinzustecken. Das sind normale Schubkarrenräder. Ich behandle gerade den Poller mit Sandpapier. Auf einmal wurde das so mega heiß. Ich schmelze dahin. Der Pegelstand der Elbe sank und sank. Ich hoffe einfach, es regnet noch ein bisschen, bis wir losfahren. Diese Kraft, irgendwas bewegen zu wollen, ja? Dieses nach außen strahlen, Bock drauf haben, Dinge anzufassen, die Welt zu verbessern, die außen rundherum liegt. Zwei Tropfen und denkt sich vielleicht, puh, wird jetzt doch kein ergiebiger Regen und dann prasselt es einfach übelst runter und wir konnten gerade noch so das Floß schützen mit Plan. Ursprünglich dachten wir, das reicht, also 20 Fässer insgesamt für das Floß, aber wir haben nicht genug Auftrieb, um entspannt Sachen zuzuladen. Dann haben wir angefangen, es durchzurechnen und sind dann auf 32 Fässer gekommen, die wir wirklich brauchen. Jetzt die nächsten Schritte wären, dass wir die Hütte fertigstellen. Hier ist das Klo und da drüben ist das Lager. Da müssen Wände rein, ein Dach drauf und dann sind wir soweit schon fertig mit den Holzarbeiten. Was mir die ganze Zeit Sorgen gemacht hat, war der Motor. Der ist ja auch echt erst 5 Tage vor Abfahrt oder so angekommen und dann ging der auch nicht. Da müssen wir uns jetzt rantasten und gucken, wie die Maschine anspringt hier. In 6 Tagen ist Abnahme. Bis dahin muss es stehen. Okay. Und jeden Tag merkt man, oh, es fehlt noch was, die Zeit ist knapp. Oh. Ja, Josh. Ja. Machen wir das? Hier? Ja. Mit den Landesraum. Rohrzange. Wieder abgewürgt. Wieder an. Das war dann gestern ein sehr cooles Gefühl, als er anging. Passt. Jetzt passt's und die Kiste läuft. Die Zeit der Abnahme war sehr stressig. Der Transport, das Fertigstellen kurz vor der Abnahme. Dieser Hänger im Vergleich zu den einzelnen Floßmodulen war einfach klein. Ja, ich bin ziemlich fertig. Ich möchte noch mal anmerken, dass wir heute Abend diesen Bauplatz verlassen müssen und dass es hier halbwegs ordentlich aussehen muss und dass noch echt eine Menge aufgeräumt werden muss. Ich habe den Ort sehr lieb gewonnen. Wir haben gerade das erste von den 2 Modulen auf dem Hänger geschoben. Aber ich glaube, das zweite wird noch schwerer. Ich denke, das wiegt. Ja, könnte doppelt so viel wiegen. Juhu! Durch halb Dresden bis nach Tschieren, kurz vor Heidenau, wo wir das dann morgen früh in die Elbe schieben werden. Yes. Yeah. Kurze Umarmung. Geht's los. Sind alle Keile weg unter den Rädern? 1, 2, 3. Sitz auf und hopp! Während der Abnahme war ich auf Arbeit. War total hippelig. Ich konnte mich kaum konzentrieren und habe eigentlich immer nur auf Nachrichten gewartet. Wir schaffen es auf jeden Fall, das ganze Floß auf den Strand zu legen. Dann können wir das Seil abmachen. Dann ist gut. Klappt es jetzt? Klappt es nicht? Wie ist die Probe? Okay, jetzt treibt es schon. Stopp! Die Leine festziehen. Diese ganzen Abläufe. Wie können wir den Kurs ändern? Also wo musst du an dem Ruder wie anfassen? Das muss einfach sitzen, wenn man dann einmal mit dem Strom auf der Elbe unterwegs ist. Es schwimmt, Joschka. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft. Die
ein Abenteuer, um die kleinen Dinge schätzen zu lernen. Für die Besinnung auf das Wesentliche. Um Momente abseits des Alltäglichen zu erleben, im Moment zu leben, auf dem Moment zu leben. Heute, am 21. August 2018, wird die Moment mit einer sechsköpfigen Besatzung Richtung Hamburg aufbrechen. Über die Zeit werden unsere Freunde uns die Elbe entlang einholen und insgesamt sollen 23 Menschen an Bord der Moment gefahren sein. Schöner Moment. Eigentlich ein Moment zum Weinen. Wenn auf einige Menschen nur ein bisschen Gestaltungswille überschlägt, ein bisschen tu was, dann hat sich die ganze Arbeit mehr als gelohnt. Und damit Mast und Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unterm Fass. Sein vorletztes Testspiel bestritt der Oberliga-Aufsteiger FC Grimma vor heimischem Publikum, denn bereits am 3. August startet man mit dem ersten Heimspiel gegen TV Askania Bernburg in die neue Oberligasaison. Mit dem FSV Budissa Bautzen empfingen die Kunert-Schützlinge nun eine Mannschaft, deren Leistungsstärke nach dem Herunterstufen in die Landesliga kaum eingeschätzt werden kann. Bei hochsommerlichen Temperaturen wollten Grimmas Kicker auch in diesem Spiel ihre weiße Testspielweste behalten. Doch war es eher der Gast aus Bautzen, der die ersten Chancen hatte. Während hier noch Philipp Mühlmann am Grimmaer Torwart Pascal Bürkitt scheitert, bediente er nur 3 Minuten später Tom Hagemann, der das Runde dann im Muldenthaler Gehäuse auch unterbrachte. Nach 8 Minuten führte also der Gast aus Bautzen. Grimma fand gegen diese Mannschaft kaum ein Mittel, um sie konsequent unter Druck zu setzen. Nach der von Schiedsrichter Max Pringmann ausgesprochenen Trinkpause hatte Grimma besonders durch Standards gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Doch fehlten am Ende oft die berühmten Zentimeter. Aber auch vor dem Bautzner Team musste man weiterhin auf der Hut sein. Die letzte Aktion vor dem Seitenwechsel ging erneut an den Gastgeber. Aber auch Michel Schwarz kann Budissas Schlussmann Michael Kral nicht bezwingen.
Im zweiten Spielabschnitt musste man weiterhin mit dem Gast rechnen. 7 Minuten nach Wiederanpfiff hatte Danny Gärtner die wohl größte Chance, um auf 2:0 zu erhöhen. Doch schaufelte er unter Bedrängnis den Ball über das Tor. Während sich einige FC-Spieler zum Wechsel bereit machten, erzielte Grimmer den Ausgleich. Christoph Jakisch unhaltbar ins lange Eck. Immer wieder tauchten die Spieler aus Bautzen vor dem Grimmauer Gehäuse auf. Doch scheiterten Gärtner und Noack an Grimmers Schlussmann. Bevor der Bad Lausicker Schiedsrichter Michael Bringmann das Treiben auf dem Rasen beendete, hatte Maximilian Sommer noch einmal die Möglichkeit. Sein Schuss aus der zweiten Reihe stellte aber für Kral kein Problem dar. So endete diese Testspielbegegnung letztendlich 1:1 unentschieden. Noch einmal werden die Grimmer ein Testspiel absolvieren, bevor am 3. August der Ernst wieder im Stadion der Freundschaft einziehen kann. Ja, liebe Zuschauer, damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Aber bevor ich mich verabschiede, noch etwas in eigener Sache. Denn am 15. August findet unser nächster Muldentalk statt, natürlich wieder in Höfgen in der Schiffsmühle. Dafür können Sie sich jetzt schon die Karten reservieren, wie immer natürlich auch kostenlos. Also einfach mal bei uns anrufen unter der 76 10 50 oder einfach eine E-Mail schicken oder hier bei uns vorbeikommen und einen Platz reservieren. Und dann können Sie dabei sein beim nächsten Interview. Und zwar sind diesmal zu Gast Moderator und Sportler Roman Knoblauch. Viele haben ihn vielleicht kürzlich erst noch erlebt beim Triathlon. Da stand er bei über 40 Grad stundenlang in der Hitze und hat so lange moderiert, bis auch der Letzte im Ziel angekommen ist. Und ebenfalls dabei ist Erfolgstrainer Alexander Kunert, der den FC Grimma weit nach vorn gebracht hat. Es wird also auf jeden Fall sportlich in der nächsten Sendung des Muldentalks. Also da sollten Sie unbedingt dabei sein. Ja, und so eine Aufzeichnung mal live zu erleben, ist ja auch was Besonderes. Also kommen Sie gern vorbei. Wir freuen uns. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Und bis dahin sage ich Tschüss. Machen Sie es gut.